Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rocket League. Immer noch mit dem Svenny. Servus. Und wir haben uns gedacht, wir wiederholen das Ganze von der vorhergehenden Runde. Richtig. Und wir haben was echt Spektakuläres gemacht für uns alle. Richtig. Wir haben ja in der letzten Folge den Sachsenkeller gegründet. Verbal. Verbal. Wir haben uns drüber, wie auf Stichwort, drüber unterhalten. Und was gibt's Schöneres, als wie zu sagen, wir haben bei Steam wirklich den Sachsenkeller gegründet, gegründet. Also wenn ihr Lust habt, kommt dort rein, erwartet aber von der Gruppe nicht zu viel. Das ist einfach nur eine Gaudi-Gruppe. Ja? Richtig. Also so mal als Start. Man kann dort reinkommen, man kann was schreiben, man kann, wenn man was tauschen will, kann man es dort reinschreiben, wenn man was braucht oder so. Einfach nur aus Gag. Ja? Genau. Und vielleicht kann ja auch sein, dass sich das alles mal ein bisschen weiterentwickelt. Wir lassen uns dann einmal eine Sache einfallen. Mal gucken, wo es hinführt. Wir haben uns aber jetzt nicht zum Ziel genommen. Nö, ist wirklich bloß so ein Spaß. Aber eins muss man vorneweg mit sagen, seid fair und benehmt euch da drin ordentlich. Und egal wer und egal was ist, seid nett zueinander. Habt euch lieb. Das ist ganz wichtig. Und genau. Freut euch, dass es alles so ist, wie es ist. Schön, so. Kann man nichts mehr hinzufügen. Einfach gut ausgedrückt. Haben wir alles gesagt und jetzt werden wir mal hier weitermachen. Guck mal, gegen Trump und King Jong Un. Passt ja wie die Faust aufs Ohr, die zwei Typen. Ja, definitiv. Oh. wie wir halt schon vorhin gesagt haben, wir gewinnen als Team und wir versagen als Team. Richtig. Wir sind ein richtiges Team. In Team, genau. Nicht das E-Team, sondern das In-Team. Oh, lass gleich noch eine Gruppe gründen. 10.000 Gruppen dann auf Team. Komm mal rein. Schade. Ich muss euch dann bei Gelegenheit gleich mal sehen. Mal sehen, ob es diese Spielrunde dazu kommt. Oh ja. Also, das hört sich erst, wenn man es sieht. Sonst glaubt man es nicht. Ich sag jetzt schon mal Chapeau, Hut ab, Respekt. Ja. Also definitiv. Oh, da. Die fliegen aber ganz schön hier. Ja, das bin ich da wie so ein Trottel. Hat er gut gemacht. War nicht schlecht. Ja, mal mit den Arschen an, dann mal wieder eine Rolle. Das sind noch welche von der Dreamhack, die verarschen uns da. In der Pause mal, komm, wir verarschen ein paar unschuldige Spieler. Was ist los? Und jetzt ging der Auto nicht gefahren? Ich brauch gar nicht ab, der kam so komisch, sagt das aus. Sah gerade so aus, als wäre der Auto, weil du ganz kurz ein Stück vorgefahren bist. Ja, ich wusste nicht, wie ich drin fahren soll. Oder. Ja. Tja. Ja, das waren Smurfer. Eindeutig verdient gewonnen. Das sind aber nette Smurfer. Weißt du, die machen uns erstmal richtig platt. Ja. Und dann lieben sie einfach. Ah, die haben uns wirklich platt gemacht, also alter Schwede. Yeah. Manu Meter, ey, du leck mich fett. War ein interessantes Spiel. Das zählen wir aber jetzt mal näher als erstes, das, oder? Nee. Aber nee. Trotzdem noch drei. Ja, ja. Halt mal die Folge ein bisschen länger. Stört da keinen. Ah ja. Krasse Sache, also die hätten uns jetzt bestimmt schon, das ist nicht wie hoch. Also wie gesagt, das macht, es ist echt geil, wenn es solche Leute gibt, die dann halt so sagen, okay, ja, komm, wir gehen raus. Ja. Kann auch wohl sein, dass sie es nur gemacht haben, dass sie noch weiter runterkommen und dann die ganzen Bronzespieler. Möglich, ja, aber wir haben wirklich gut gespielt, also wir hätten da bestimmt, wir hätten noch aufgeholt, locker, aber... Also man kann nicht sagen, dass es unverdient war. Ja, das will ich schon mal vorneweg sagen. Oh, schöner Fake. Oh! Mein Boost! Scheiße. Ja, brauchst du nicht mehr. Naja, hab eine Ende gekriegt. So, ich werde mal hier einen Kaffee aus dem Sachsenkeller trinken. Absolut lecker. Hab auch einen bekommen. Mm. Oh, da geht runter wie Öl, du.
Sachsenkeller, der neue Kaffee. Die Scheiße geht mir nicht mehr aus dem Kopf, seitdem wir damit angefangen haben. Scheiße, hab ich den Gegner noch geschubst dabei. Boah, Alter, bin ich an der Wand hängen geblieben. Na gut, den krieg ich nicht. Aber ich hab den Gegner geblockt. Erst mal weg. Na gut. Hoch und weit bringt Sicherheit. Sicherheit. Sicher. Ja. Was machen wir heute? Wir spielen auf Sicherheit. Sicher. Hast du den? Ja, hab ich Sicher. Ja. Auf, das ist Sicher. Warte, ich geh ran. Da ist er Sicher. Nee, Sicher vorbeigehüpft. Sicher. Alter, da geht doch dort. Nein. Oh. Was für ein sickerer Schuss. Ja, vielleicht verlassen, fährst du? Ja. Ja. Vielleicht verlassen die jetzt alle. Ist jetzt Mode. Macht man so. Merl. Oh. Schöner Pass. Sicker. Sicker. Klingt ein bisschen wie Ficker. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Nein! Aktuell sieht es noch nicht ganz so aus. Obwohl, das erste Spiel haben wir gewonnen, da kann man nichts sagen. Ja, und auch verdient. Boah, ein sickerer Sieg! Achso. Hab ich. Na schön. Könnte ich eventuell haben? Was verdammt ist jetzt los? Das verstehe ich auch gerade nicht. Ich versuche mich zu konzentrieren, aber. Oh, schön. Komm, Angriff, jetzt machen wir den. Ah, ach, schade. Sorry, ich stand nicht scheiße. Ja, war übel straff. Typen, ey. Alle sind halt nicht schlecht, ne? Hast du den? Könnte vielleicht sogar in der Mitte kommen? Ja! Ja! Schön. Schönes Ding. Nochmal einen Schluck aus dem Sachsen-Kaffee. Oh, ja. Sachsen-Keller-Kaffee. Oh, das ist eine Brühe. Lecker. Mm. Nicht wahr? Eine richtige Brühe. Rehbraun, so wie er sein soll. Rehkitzbraun. So ist mir immer wichtig. Jetzt vielleicht du? Ja, ich versuche. Oh, schade. Ach. Oh, sorry. Alles gut. Nein. Boah, Typen. Schön. Ach, schade. Ich will mein Tor schießen, verdammt. Ja, es ist eigentlich wirklich mal wichtig. Die sind echt nicht schlecht. Ach, Scheiße. Sah jetzt so lustig aus. Mal sehen, ob ich wenigstens einen Pass bringen kann. Oh! Da war er, aber ich hab. Sorry, da war ich hab den nicht so getroffen wie ich wollte, beziehungsweise hab ich ihn anfangs gar nicht getroffen. Das hab ich gesehen, deswegen dachte ich mir, oh, das Wort nicht mehr. Da gehst du mal wieder in deine Ausgangsstellung. Jetzt, komm! Zurück! Ach, fuck. Abgelegt! Oh! Na gut, das werden wir wahrscheinlich nicht mal drehen können.
Ja, pass. Ach, kommt nicht durch. Ach, blöder Tormann. Oho. Ja. Ich hab gepusht. Jo. Oh. Oh, jetzt war's gleich. Aber wir haben ja noch zwei Spiele, weil das ist ja jetzt das offizielle erste. Genau. Immer das Labyrinth, was da rechts hat, oder? Mhm. Was nicht so geil aussieht. Ja. Naja. Bin Gold 3, Liga 3. Mal sehen, ob wir es vielleicht noch höher schaffen. Gold 1, Liga 1. Na, muss man jetzt wieder gewinnen. Ich freue mich auf die neue Season, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich, dass es jetzt zu Ende geht. Ja. Und die neue Season auch startet. Ich denke, da ist auch dann nochmal ein anderer Ansporn oder da. Definitiv. Sich wieder neu einranken. Ranken. Ui. Was für ein Ball, ja? Eine Granate. Komm, geh rein. Oh, lass ihn durch. Lass ihn durch. Ja. Jetzt, wie man sieht, wo hat der komische Zeug plötzlich Drachenduell, ja? Da hatten wir gerade Hashtag, also es wird jetzt kein Hashtag, aber Raude quasi. Forever Rookie, einer meiner Zuschauer wahrscheinlich, gehe ich von aus, hat mir gerade ernsthaft geschrieben, wie es mir geht, so, also so üblich halt, und man hält man sich ja mal kurz. Da hat er mich gefragt, ob ich Lust habe auf eine neue Torexplosion. Dachte schon. Ja, generell hat ja jeder Lust auf eine neue Torexplosion, aber ist immer schwierig, also weil ich habe ja auch nicht so richtig, was du da eintauschen kannst, außer meine Torexplosionen, die will ich ja nicht loswerden. Und da hat er gesagt, hier würde ich dir quasi gerne geben. Habe ich gedacht, ja, kommt jetzt vielleicht hier vom Halloween-Event, weil die mögen ja viele schon immer, die Explosion. Aber nein, da hat er wirklich Drachenduell das Handelsfenster neu gemacht. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich freue mich zwar riesig, aber. No, also nochmal an dich vielen, vielen Dank. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich hätte das nie annehmen sollen dürfen. Weiß ich nicht. Ob das jetzt so richtig ist oder. Zur Not, du kriegst es halt irgendwann mal wieder. Ja, das wollte ich schon. Also ich bin immer noch so ein bisschen geflecht, weil es eben gerade eben erst war. Oh shit. Und das habe ich partout nicht erwartet. Die Torexplosion, also nicht falsch verstehen, ich finde die übelst geil. Also wie gesagt, ich habe das ja so ein bisschen mitgekriegt, weil wir zusammen auf dem TS sitzen. Sorry. Und also riesen Respekt dafür, dass das jemand macht, auch jemand eigentlich, den man auch nicht kennt. Ja. Ich meine, ich kenne Solk privat, wir kennen uns, ich weiß, was das für ein Mensch ist, wir laufen uns hin und wieder über den Weg, weil wir eigentlich auch nur einen Ort auseinander leben und auch gemeinsam zusammen arbeiten. Da ist das immer noch was anderes, wenn man sagt, ah, hier komm mein Freund, da hast du mal. Aber wirklich ein fremder Mensch, der dich noch nie gesehen hat, nur über YouTube kennt und dann sowas macht. Also, ich hab's vorhin schon gesagt, Chapeau, da kann man wirklich nur einen Hut ziehen und sagen, Mensch, weil das ist ja auch ein Wert, der dahinter steht. Das muss man ja auch mal so sehen. Und hab ich ein schlechtes Gewissen. Also, ja, egal wie jetzt Zoll gerade, was für ein Gewissen der hat, das ist mir eigentlich egal. Ich muss sagen, das ist. Oh. Geht nur aus Versehen rein, Mensch. Also, ist wirklich, ich bin da auch wenn es mich nie betrifft, aber ich bin da auch ganz schön geblättet, dass es sowas überhaupt gibt. Wahnsinn, ne? Ja. Ich weiß eben auch nicht so richtig, was ich dazu sage. Ich freue mich extrem. Ich danke dir, wie verrückt. Ich denke aber, du weißt, was ich damit meine, wenn ich das so erzähle. Die sieht auf jeden Fall hammergeil aus. Ich versuche die schon seit Monaten wieder zu kriegen, weil ich habe meine vertauscht. Du hattest sie ja mal. Ja. Aber hey, du hattest sie schon, ich hatte sie noch nie. Ja, ich hatte sie schon mal. Ja, Osmeni! Ja, läuft da. Ja. Hast du eigentlich deinen Pulli-Boom habe ich noch, ja. Pulli-Boom. That's luck, ja. Komm, wir sind übste Profis. Wir nennen uns auf jeden Fall eine Halb-Messi. Ja. Ja, vielleicht gut, vielleicht sammelt er auch alles. Das kann nur sein. Oh Scheiße, sorry, jetzt hab ich dich weggehauen. Ich dachte. Naja. Alles gut. Ich kann zuhören, wollte nur wegfahren.
Wie man es halt so in der ESL macht. Okay. Naja, also jetzt wieder zum Spielgeschehen zurück. Was? Schade. Hätte anders intelligenter spielen sollen. Also, na gut, das, was du nicht kannst. Richtig. Aber ich versuch's ja wenigstens. Das ist schon viel wert, wenn man das versucht. Ja. Ja. Fake. Oh. Ja, wurde mir heute schon mal gesagt, die Latte ist so ein bisschen mein Lieblingsstück auf dem ganzen Spielfeld. Also die, ja. Der Querbalken des Tores, sagen wir es mal so. Ja, hat Latte gesagt. Vor allem ist mein Lieblingsstück. Ja, habe ich geil ausgedrückt, oder? Lieblingsstück. Ja, definitiv. Hat mich ein bisschen wuschig gemacht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich dachte, Mensch, jetzt sprech mal eine Sprache. Ja, schubst mich noch erstmal. Bin ganz weit weggeflogen. Komm wieder runter, Auto! Oh geil, voll auf den Bus geflogen. Oh schön, komm, Sven, dein Mann. Komm. Oh, schade. Ah, tut mir leid. Ihn gerade wie Spider-Man an der Wand. Genau so. Spider-Man, Spider-Man. Oh. Sorry. Nichts passiert. Bin ich auch gerade wie so ein. Oh fuck! Ah, schwierig. Schade, 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 ey. Ah, wie geplant. Schön für dich, wenn du das so geplant hast, auf Mann zu schießen. Macht der Messi nämlich auch immer. Ja. Deswegen ist er schlechter wie Ronaldo. Kommst du hier irgendwie von links geschossen? Ich bin da. Ah. Scheiße, weil der hätte ich nämlich gelassen mich. Nee, es war eigentlich ganz gut. Aber da der rangekommen ist, bin er über dich drüber gesprungen. Ja, das haben sie nicht schlecht gemacht. Ach, oh, sorry, ich wusste es nicht. Ich bin hier. Passiert doch nichts. Ich entschuldige mich jetzt nicht jedes Mal. Nee, muss doch nicht. Hab ich aber für mich selber quasi gesagt. Also. Nee, die kriegen von mir keinen. Mitgeben. Weil ich schreibe schon, hat Spaß gemacht. Das ist schon aus der Gewohnheit raus. Scheiße, jetzt müssen wir wirklich gewinnen. Ah, oh, jetzt müssen wir nochmal eins wenigstens. Nochmal. Ich meine, kannst du wieder nicht sagen, wir haben nie mega schlecht gespielt. Deswegen sind wir aber halt Gold, weil man kann halt nicht jedes Spiel gewinnen. In Gold. Ich will aber. Ich will, ich will, ich will. Mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Ich will, ich will, ich will. Aber ich spiele. Ich hau mich auf den Boden und strampel wie ein kleines Kind. Jo, schön vorbei. Oh ja, oh ja. Ja. Wahnsinn. Ach, Rookie. Schön. Wahnsinn. Moin Cat, hat mir gerade geschrieben. Würde es jetzt kein Livestream, du wirst das, wenn überhaupt, in der Folge sehen. Aber. Ah. Hallo. Ah, hallo. Ist geblickt zu zucken. Generell ja, aber ich spiele auch gerade.
Sternbild, ein Katzenbild. Hashtag Yakuza, Yakuza aka Svenny YouTube. Hashtag YouTube. Was? Ja, ich hab grad Werbung gemacht, die hast du nicht verstanden. Hashtag Yakuza aka Svenny, Hashtag YouTube. Ich bin ein ganz kleiner YouTuber. Hast du erst angefangen? Ja. Körperlich bin ich nicht so klein. Ein Riese? Na, das nicht. Also vom Volumen her, ja. Ah, der Yannick ist es. Das ist immer, wenn die Leute sich umbenennen, du bist dann immer nicht so richtig schwer aus. Ich glaube, wenn ich in Japan wohnen würde, könnte ich fast als Sumo-Ringer durchgehen. Oh, wie schön. Oh, schön, komm. Setz nach. Schade. Ah. Oh, schade. Ich wollte ihn noch so einmal rüberspielen, da war nämlich nur mein Auto drüber, aber es da war schon zu langsam. Oh, ich nur noch selber, naja. Mann, das hat vorhin zu schön geklappt. Nicht mit uns, ja. Nein, das stimmt. Oh, da war aber fix, da. Oh. Da war Uffix da. Shit. Oh Gott sei Dank. Entschuldigung. Alles gut. Raus, ja. Weg mit dem Ball. Och, geh rein. Ich fahr ja die ganze Zeit ohne Boost rum, weil ich zu blöde bin, so einen scheiß Boost einzusammeln. Mann. Oh. Ja, da will jetzt mal noch so ein gottverdammtes Tor schießen. Ja, scheinbar mehr. Ja gut, wir haben noch genug Zeit an sich, aber ich habe eher das Gefühl, dass es bei uns noch mal klingelt. Hm. Ja gut, bei mir wird um die Uhrzeit niemand mehr klingeln, aber... Lass mal den scheiß Ball jetzt mal hier wegkriegen. Na, das gibt's doch nicht! Gottverdammt, was ist hier los? Kaffee. Ja. Sachsen-Keller-Kaffee. Mann, ey. Mann, die sollen lieber hier das Finale bei DreamHack gucken. Oder irgendwo anders irgendein Finale. Ja, also, oder irgendwas anderes. Aber nee, Rocket League gegen uns spielen. Frustriert. Echt. Total. Pass auf, ich versuche einen Pass rüber zu spielen. Jo, ich versuche ihn dann zu treffen. Ja, hab ne getroffen, aber beschissen. Oh, Mann! Das gibt's nicht. Das kotzt den einfach nur an, der uns gar nichts mehr trifft. Das ist zum Schreien, sorry! Aber jetzt hab ich ihn dabei getroffen. Ich fahr grad so bitte im Kreis. Schön. Ja. Oh. Ja, irgendwie machen wir gerade was anderes, was wir. Ja. Warum ist denn das jetzt so auf dem Menü? Aber ich möchte das so nicht. Oh. Sorry, wenn ich da jetzt ab und zu mal so ein bisschen. Ich ärgere mich gerade über mich selber. Und ich mich über, über mich halt. Ich denke aber, dadurch spielen wir dann noch hastiger oder noch bescheidener. Gibt's doch nicht. Ey, die stehen aber auch immer da, wo sie stehen müssen. Oh, vor allem sind die auch immer so schnell am Ball irgendwie. Ja. Jonas, geh weg. Oh.
Boah, ein Aussetzer. Fällt mir nicht dazu ein. War gerade in einer komplett anderen Richtung und kam wieder nicht schnell genug zurück. Ja, hab ja immer noch in die andere Richtung gedenkt. Ach, leck mich doch. Will's gar nicht sehen. Sind wir schlecht. Ja. Wir haben es einfach nicht verdient. Nein. Komm, wir sind eins. Geh doch rein, du Scheißball! Mann! Ist doch nicht mehr wahr. Ja! Oh! Ey, was ist das drin? Oh. Ey, wenn wir jetzt die Aufnahme beenden, tue ich erstmal heulen. Schon jetzt schon. Kannst du sehr gut vor. Also, man hört's schlurzen gar nicht. Hm, ich geb mir auch echt Mühe. Oh, das tut mir leid, Sven. Naja, wir sollten vielleicht doch lieber in Bronze spielen. Ja, ich gehe auch mal jetzt in den Sachsenkeller und ja, geh in der Ecke ningeln. Ja, ist richtig. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Richtig. Wenn ihr uns noch sehen wollt, ich hoffe schon. Bis dahin, ja. Tschüss. Oh, waren wir schlecht.